Schau doch mal, Steffi. Heute ist schon der 4. Advent. Bald ist Weihnachten. Martin, du weißt doch, ich habe sonntags keine Zeit. Und heute muss ich noch Matheaufgaben machen und die Frist ist schon um 23.59 Uhr. Ach, Steffi, du musst doch auch mal eine Pause machen. Komm, wir machen das neue Türchen auf. Und ich helfe dir sogar bei deinen Übungsaufgaben. Ich hab nämlich auch mal 2 Semester Mathe studiert. Oh, wirklich? Ja. Das wäre echt super, weil... Mit Integralen kenne ich mich so gar nicht aus. Das sind diese Nudeln, oder? Was? Was? Komm, wir machen das Türchen auf. Was ist das denn? Hier ist ja gar kein Wichtel, nur diese Kassette. Keine Ahnung. Ich glaube, so einen Teil habe ich mal bei meiner Oma gesehen. Ich wette, hier gibt es irgendwo einen Adapter. Komm, wir suchen. Adapter. Steffi, das hier könnte der richtige sein, oder? Ich glaube, der ist nur für DVD. Oh. Ja, ich glaube, das passt. Ja. Hallo Steffi und Martin, wie geht es euch? Seid ihr auch fleißig am Studieren? Martin, der Wichtel sieht aus wie mein Professor mit Mütze. Wirklich? Ich dachte gerade, dass er minimal älter wirkt als die anderen Wichtel. Aber findest du nicht auch, dass er ein bisschen fehl am Platz? Meinst du vielleicht, dass es sein Nebenjob? Also der Nebenjob von deinem Professor. Hast du dich schon mal gefragt, was Professoren überhaupt in ihrer Freizeit machen? Naja, vielleicht sollten wir erstmal weitergucken. Ja. Ich habe heute die besondere Ehre, euch ein Experiment zu zeigen. In diesen Zeiten natürlich digital. Da sind wir von der Uni Bonn ja definitiv immer auf dem neuesten Stand. Den Aufbau habt ihr ja da, den hat Michael Kortmann schon bereitgestellt. Der Rest sollte ja trivial sein. Martin, meinst du, ich sollte mitschreiben? Irgendwie habe ich das Bedürfnis, mitzuschreiben. Ach Quatsch, das ist doch keine Vorlesung hier. Das kann er doch nicht ernst meinen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was wir hiermit anfangen sollen. Ja, nee, war natürlich ein Scherz. Ich beschreibe euch kurz, was ihr machen müsst. Ihr habt dort eine starke Lampe und einen gewölbten Spiegel. Wenn ihr jetzt in die Mitte eine Kerze stellt, sollte was Spannendes passieren. Was der Professor hier mit Kerze meint, nennen die meisten anderen Menschen Streichholz. Okay, also er hat gesagt, das Streichholz soll hierhin? Zum Glück hat Steffi aus ihren Vorlesungen bereits gelernt, auf das zu hören, was der Professor meint, nicht das, was er sagt. Und dann müssen wir nur noch die Lampe anmachen. Halt mal kurz. Alles klar, ja. Thank you.
wette, jetzt erklärt er noch, wie es funktioniert. Ja. Und ihr fragt euch sicher, wie das Ganze funktioniert, oder? Wichtig ist die starke Lampe. Also, wenn das dann einfach eine Lampe ist, die alles anzündet, was man da vorhält, dann wäre das ziemlich witzlos. Ja, ich würde sagen, wir schauen einfach weiter. Es wäre natürlich witzlos, wenn das eine Lampe wäre, die einfach alles anzündet, was man da vorhält. Der Versuch funktioniert, weil da zusätzlich noch dieser Spiegel ist. Der hat eine ganz besondere Form. Er ist nach innen gewölbt in ein sogenanntes Paraboloid. Es kommt auf den Ort an, an dem man das Streichholz hält. Das ist der sogenannte Brennpunkt des Spiegels. An diesem Punkt laufen alle Strahlen der Lampe zusammen und werden so gebündelt und sind dann viel stärker. Und wie der Name Brennpunkt schon sagt, fängt das Streichholz dann an zu brennen. Stimmt, wenn ich das Streichholz außerhalb des Brennpunkts halte, dann fängt es nicht an zu brennen. So, das kommt jetzt da rein. Und jetzt steht das alles noch nicht im Brennpunkt. So, wie gesagt, wir sind nicht im Brennpunkt. Und jetzt werde ich das langsam in den Brennpunkt reinschieben. Passt da. Und das Streichholz fängt an zu brennen. Tatsache. Ihr kennt das doch bestimmt, wenn man etwas mit Hilfe der Sonne und einer Lupe zum Brennen bringt. Das ist genau das Gleiche. Das ist ja cool. Und jetzt haben wir auch alle Kerzen auf unserem Adventskranz angezündet. Aber eigentlich muss ich jetzt wieder los lernen. Moment, lass uns das Video noch schnell zu Ende gucken. Ja, hallo? Ah, Weihnachtsmann. Ich habe das Experiment ordnungsgemäß an Steffi weitergeleitet. Ja. Ja, das mit der einfachen Klausur geht klar. Was? Kreiselaufgaben weglassen? Nein, davon hatten wir nichts gesagt. Okay, na gut, dann keine Kreisel. Ja, ich bin ja schon lieb. Okay, Grüße an Rudolf. Tschüss. Ja, also Steffi, du hast es gehört. Um die Klausur brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Ich mache das natürlich so, wie mit dem Weihnachtsmann, also wie besprochen. Als ob ich eine Wahl gehabt hätte. Ich hätte vielleicht doch besser Chemiker werden sollen. Oh, wie cool. Eine leichte Klausur und keine Kreiselaufgaben. Sag mal, Martin, hast du was damit zu tun, dass sich der Professor nochmal umentschieden hat? Ach, Quatsch. Als ob ich die Nummer vom Weihnachtsmann hätte oder so. Ja, stimmt. Das wäre schon ziemlich unrealistisch. Aber jetzt können wir ganz entspannt die letzten Türchen aufmachen und Plätzchen backen und Weihnachtsmusik hören. Ja, auf geht's!